Guten Morgen auch von meiner Seite. Heinz, morgen. Heinz hat schon ein zentrales Thema oder eine zentrale Frage aufgeworfen, nämlich was macht eigentlich den christlichen Glauben im Kern aus? Was ist so das Zentrum des christlichen Glaubens? Und darum wird es heute mit unter anderem auch gehen, um das Zentrum dessen, was den christlichen Glauben ausmacht. Gott ist gut, sind wir uns einig, oder Markus? Nicht zum Gähnen, es war gerade zufällig, aber Gott ist gut. Und wir haben ja im Moment als Deutsche nicht so viel zu jubeln. Die Nationalmannschaft, die ist irgendwo im Nirvana und im Nichts verschwunden. Und wir haben gedacht, wir könnten da denen zujubeln. Das haben wir nicht mehr. Aber Gott ist dennoch gut. Und er gönnt den anderen den Sieg, die haben es vielleicht nötiger, damit die glücklich sind. So ist Gott auch. Und weil Gott gut ist, bete ich am Anfang der Predigt. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und ich bitte ihn, Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Macht und die Kraft, die dein Geist zu geben vermag, und stärke uns innerlich durch unseren Glauben. Sind wir verbunden mit Christus und Christus wohnt in unseren Herzen. Lass uns fest verwurzelt sein in der Liebe und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind, zu begreifen, wie unendlich groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Erfülle uns neu mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging während dieses Gebets. Ich blende es mal noch ein, ihr könnt es noch mal kurz durchlesen, auf euch wirken lassen. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt ist. Und ich bitte ihn, Vater, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag, und stärke uns innerlich. Lass uns tief verwurzelt sein in der Liebe und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind zu begreifen, wie unvorstellbar, nur schon was da drin liegt, dass wir begreifen, dass es unvorstellbar ist. Das sollen wir begreifen, dass es unvorstellbar ist. Groß und weit, wie hoch und tief die Liebe Christi ist, die eben all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und dann der letzte Satz, Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr vorhin gedacht, als ich das gebetet habe, jetzt wird es langsam heikel mit dem? Ist er irgendwohin abgedriftet? Das ist ein biblisches Gebet. Und Paulus, ihr seht es hier, hat dieses Gebet für die Gemeinde in Ephesus gebetet. Er hat für sie dieses Gebet gebetet, für diese Gemeinde. In dieser Wucht und in dieser Kraft. Und interessant ist, was vor diesem Gebet steht.
Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren, denn ich bin in Gefangenschaft. Mir geht's schlecht, mir geht's richtig dreckig. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Denn im Leiden wird die Herrlichkeit und durch das Leiden die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Ist also nicht ein Gebet für uns Westeuropäer, denen es uns so super gut geht, noch ein Sahnehäubchen obendrauf, sondern ein Gebet für eine Gemeinde, die irgendwo verwirrt ist, weil es diesem großen Gottesmann so hundsmiserabel geht. Unglaublich starkes Gebet. Darf man so beten? Klar, ihr müsst jetzt sagen, ja, so darf man beten, denn das Gebet steht ja in der Bibel. Aber die Frage ist erlaubt, wann habt ihr das letzte Mal so gebetet? So mit diesen wuchtigen Worten. Vater, erfülle uns mit der ganzen Fülle deiner ganzen Herrlichkeit. Schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag. Und dann betet ihr das für eure Glaubensgeschwister und für eure Gemeinde. Zwei Dinge kommen hier zusammen in diesem Gebet, mit denen wir uns ganz, ganz schwer tun. Das ist Liebe und das ist Macht. Liebe und Macht. Liebe und Macht. Oder man könnte sagen, die Liebe zur Macht und die Macht der Liebe. Und das sind die Themen, zwei Drittel der Romane und Filme und Theaterstücke auf der ganzen Welt, die drehen sich um Liebe und um Macht. Das sind die großen Themen im Weltgeschehen, Liebe und Macht. Und diese Themen prägen unsere Erde und diese Themen prägen dieses Gebet. Die Liebe zur Macht hat viele, viele verheerende Folgen in den letzten Jahrtausenden angerichtet. Die Liebe zur Macht, da muss ich nicht weiter ausholen, ob es Nero ist oder Attila oder Kim Jong-un oder unser amerikanischer Freund, egal. Die Liebe zur Macht geht über Leichen. Und das geschieht auch im Kleinen. Ich erinnere mich, als unsere Kinder noch klein waren, war es eine zentrale Frage, wenn Papa und Mama weg sind, wer ist der Bestimmer? Wer ist der Bestimmer? Wer bestimmt? Das ist nicht nur in der großen Weltpolitik die Problematik, die Liebe zur Macht, sondern auch im Kleinen, in unseren Gemeinden, die Liebe zur Macht. Wer hat das Sagen? Auf der anderen Seite hat die Macht der Liebe Menschen verwandelt und Menschen zu Dingen befähigt, die kaum vorstellbar sind. Ich will nur zwei nennen. Manche kennen ihn vielleicht, William Wilberforce. Vielleicht haben Sie die Biografie von ihm gelesen, die Metaxas geschrieben hat. William Wilberforce, ein reicher Mann, ein reicher junger Mann. Man sagt, er war ziemlich klein und ziemlich schwächlich. Und dieser William Wilberforce hat sein Leben der Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei gewidmet. Das war sein Leben, motiviert in der Nächstenliebe. William Wilberforce war bekennender Christ. Und er hat sein ganzes Leben und am Ende sein ganzes Vermögen, und er war wohlhabend, da hinein investiert. Dafür zu kämpfen, aus Liebe, dass das aufhört. Ende des 18. Jahrhunderts wurden jedes Jahr ungefähr zwischen 35.000 und 50.000 Schwarze in Afrika gefangen genommen, an die Küsten getrieben und dann verschifft unter erbärmlichsten, schlimmsten Bedingungen. Sklavenhandel. Führende Nation im Sklavenhandel war Großbritannien. Und William Wilberforce war von der Liebe Christi so ergriffen, dass er sein ganzes Leben
da hinein investiert hat. Und 3 Tage vor seinem Tod wurde in England beschlossen, dass der Sklavenhandel und die Sklaverei beendet werden. Und das hat ihn getrieben. Die Liebe Christi, die hat ihn dazu getrieben, Opfer zu bringen. Das ist die Macht der Liebe. Das Gegenstück sind Menschen, die andere unterdrücken. Wenn die Macht der Liebe durchbricht, dann wird Menschenleben wieder menschenwürdig und kann würdig geführt werden. Ein 2. Beispiel, muss ich nicht lang ausholen, ist Maggie Gobran. Sie war schon hier. Sie war 2012 für den Friedensnobelpreis nominiert. Maggie Gobran, die Mutter Teresa von Kairo, Ägypten, nicht von Kairo. Und Maggie Gobran war eine Professorin an der Uni, an einer Elite-Uni, und sie hat den Ruf Christi gehört. Und sie hat diesen Job aufgegeben und hat sich und kümmert sich bis heute um die Straßenkinder in Ägypten. Und ihr lest hier die unerzählte Geschichte einer Frau, die Mission aus Liebe zu den vergessenen Kindern von Ägypten tut, aus Liebe. Sie hat diese privilegierte Stelle aufgegeben und kümmert sich um zigtausend Kindern, ist inzwischen eine große Organisation geworden. Das ist die Macht der Liebe. Und in diesem Gebet geht es um die Macht der Liebe. Wir kennen die Liebe zur Macht. Die prägt uns mehr und die ist viel omnipräsenter, viel gegenwärtiger, eigentlich wirklich omnipräsent. Die Liebe zur Macht, aber weniger die Macht der Liebe. Und genau dies sind auch die Themen, die sich durch dieses großartige Gebet ziehen. Liebe und Macht, Macht und Liebe. Und Paulus schreibt dieses Gebet an die Gemeinde zu Ephesus, an die Gemeinde der Lindenwiese und an die Gemeinde von Ludwigsburg und nicht nur an die ETG-Gemeinden, sondern an alle Gemeinden. Und der Herr würde uns sagen, widmet euch diesem Gebet und betet und lernt, dieses Gebet zu beten. Dieses Gebet bringt nämlich das, was wir irgendwie fast nicht zusammenbringen, nämlich Liebe und Macht und Kraft zusammen. Wir haben da was irgendwie verwechselt, glaube ich. Christsein bedeutet lieb, nett und gut bürgerlich sein. Möglichst unauffällig. Da sind wir einfach lieb geworden. Und Gott ist ein lieber Gott geworden. Nicht ein liebender Gott, sondern ein lieber Gott. Das ist ein Unterschied, ob er ein liebender Gott ist oder ein lieber Gott, so wie wir in uns basteln. Und auf diesem Weg, glaube ich, immer wieder zu merken, ist die Kraft und die Macht, die Power, die Energie verloren gegangen. Wir sind lieb, nett und harmlos geworden. Und Paulus will, dass das wieder aufblüht, diese Macht und Kraft der Liebe. Auf der einen Seite steht die Liebesbeziehung, die zwischen Gott und dem Menschen wächst, wenn er betet. Wenn er betet, wächst die Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen. Auf der anderen Seite steht dann die Kraft Gottes, die durch das Gebet von Gott zu dem Menschen fließt und durch das Gebet und das Handeln zum Nächsten fließt. Und das geschieht im Gebet. Im Gebet werden wir erfüllt und die Liebe wächst zum Schöpfer und die Kraft und Macht, die zum Nächsten fließt. Wer von Gottes Liebe durchdrungen ist und erfasst ist, dem wachsen Flügel. Der braucht nicht mehr Red Bull. Das heißt, der Red Bull verleiht Flügel. Ich glaube, dass die Liebe Gottes, wenn wir sie verstanden haben, wenn sie uns erfasst, ganz andere Flügel verleiht, völlig andere Flügel. Es ist eine Bitte, die Paulus hier betet, es ist eine Bitte, dass die jungen Christen in Ephesus, es war eine junge Gemeinde, das Zentrum dessen entdecken mögen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und jetzt sind wir beim Zentrum, was macht uns denn aus?
Unsere Missionsgeschichte, die europäische Missionsgeschichte, ist leider eine Geschichte mit durchdrungen von der Liebe zur Macht. Der Imperialismus hat sich ausgebreitet. Die Menschen, die Herren, Spanier, Portugiesen und wer auch alle, haben Länder erobert. Und als die erobert waren, mit Macht und Kraft, nämlich mit der Liebe zur Macht, kamen die Christen und sind im Windschatten dieses Imperialismus gesegelt und haben auch oft leider mit Macht, mit Liebe zur Macht christianisiert. Nicht mit der Macht der Liebe. Ein großer Unterschied. Und Paulus will die Epheser dahin führen, was das Zentrum ist. Wir lesen ja später in der Offenbarung an die Gemeinde zu Ephesus: Ich habe wider euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Diese Leidenschaft, dieses Brennen für diesen Herrn ist euch verloren gegangen. Und wenn die Macht der Liebe verloren geht, wächst die Liebe zur Macht. Und das hat verheerende Folgen in Gemeinden. Ich komme einiges rum in Gemeinden und muss leider feststellen, wie viel verheerende Folgen das hat. Wenn die Liebe zur Macht überhand nimmt und nicht mehr die Macht der Liebe. Das Zentrum ist Gott als den Allmächtigen, den Mächtigen, den Kraftvollen, liebenden Vater zu erkennen, zu entdecken, in sich aufzunehmen und in dieser Liebe und aus dieser Liebe kraftvoll zu handeln. Das will Paulus hier sagen, entdeckt das wieder. In der Reformation wurde neu entdeckt, was der Sühnetod Christi bedeutet. Dir, Heinz Fuchs, ist deine Schuld vergeben. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Das war die große Entdeckung. Wir müssen keine Ablassbriefe mehr zahlen, keine religiösen Übungen machen. Gott vergibt uns durch Christus, weil Jesus ans Kreuz ist. Eine ganz wertvolle Entdeckung. Aber was hat Gott dazu motiviert, das zu tun? Was hat Jesus dazu motiviert, das zu tun? Was war die treibende Kraft dahinter? Was ist die treibende Kraft als Folge in unserem Leben? Ich habe es hier auf meinem Arm, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was Gott dazu motiviert hat, war die Liebe und ist die Liebe. Darin, sagt Johannes im Johannesbrief, ist die Liebe Gottes erschienen, greifbar geworden, verkörpert, dass Jesus kam und für uns ans Kreuz ging. Und wenn wir das abschneiden und bei der reinen Rechtfertigungslehre bleiben, dann wird es einfach gerecht und richtig. Und das passt zu uns Deutschen. Gerecht und richtig. Richtig gesagt. Gerecht, richtig. Glauben. Aber dahinter steckt eine extreme Kraft. Und das ist die Kraft der Liebe, die Gott motiviert hat. Und es ist eine wirkmächtige Liebe. Paulus sagt es hier. Schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht. Lass uns fest in der Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, dass wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern, so sagt er es hier, gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern, tief verwurzelt sind und das Unvorstellbare erkennen. Oder erkennen, dass es eben nicht vorstellbar ist, weil diese Liebe so wuchtig ist und irgendwie widersprüchlich für uns. Die Retterliebe kam zum Wohl der Menschen und nicht um Gottes eigene Macht zu demonstrieren, sondern zum Wohl der Menschen. Wir singen nachher noch das Lied, die Liebe des Ritters. Die Liebe des Ritters, die zu uns kam, mitten in dieser Welt. Liebe, und das dürfen wir nicht verwechseln, ist kein
Weichspülen der Wirklichkeit. Es darf nicht mit lieb und nett verwechselt werden. Es kann manchmal sein, öfters, dass wir lieb und nett und freundlich sind. Das gehört zu uns dazu. Aber kraftvoll und kräftig sollte es sein. Paulus betet darum, dass wir Wurzeln schlagen, fest verwurzelt sind in dieser Liebe, so als felsenfeste Grundlage, der jeden Aspekt unseres Lebens durchdringen soll. Das kann ich mich jeden Tag fragen, x-mal, wieso handle ich so? Ist das inspiriert von der Liebe? Bin ich so von diesem Jesus inspiriert, dass ich diese Ausländerarbeit tue? Oder will ich denen zeigen, wer hier der Herr im Haus ist und dass die gefälligst Deutsch lernen müssen und? Ich will euch nichts unterstellen. Ich meine nur, das sind Dinge, die wir uns fragen. Wenn ich Menschen zu Jesus führe, was eine große Leidenschaft ist von mir, dann ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, wenn er Jesus kennenlernt, wenn er ihm nachfolgt und von dieser Liebe verwandelt und erneuert wird. Davon bin ich überzeugt. Und da kann es sein, dass manchmal der Gaul mit mir durchgeht. Und dann wird es lieblos. Und dann wird es kraftlos. Und dann geschieht es aus Liebe zur Macht und nicht mehr mit der Macht der Liebe. Wir sollen Wurzeln schlagen. Das ist das große Anliegen von Paulus. Wurzeln schlagen in dieser Liebe, dass wir motiviert von dieser Liebe her handeln. Diese Liebe wird in unserem Leben extrem Energien freisetzen, Kreativität freisetzen, dass die Liebe zu den Menschen kommt. Und wer liebt, sagt Paulus, hat Gott auf seiner Seite. Handelt in der Kraft und Macht Gottes. Es gibt viele Beispiele. Als 89 die Berliner Mauer fiel, war Pfarrer Führer einer der Leitenden und Führenden der Montagsgebete. Und das Motto war Kerzen statt Panzer. Kerzen sind mächtiger als Panzer. Nicht die Kerze ist mächtiger, sondern der, der hinter den Kerzen steht. Und das ist Gott. Und Kerzen mit Gott und im Namen Gottes angezündet sind mächtiger als Panzer. Kerzen statt Panzer. Martin Luther King, viele andere. Oder ich gehe hinein in den Alltag. Vergebung ist stärker und nachhaltiger und verwandelnder als Vergeltung. Denn in der Vergebung, die geschieht aus Liebe, und da steckt die Kraft Gottes drin, die den verwandeln wird und erneuert wird, dem vergeben wird, und die den verwandelt und erneuert, der vergibt. Das ist die Macht der Liebe. Ich muss schon wieder Marius Müller-Westernhagen zitieren. Ich darf ihn ja nicht vorspielen hier. Marius Müller-Westernhagen hat ein Lied geschrieben, das heißt Liebe ist Macht. Und er singt es für Jesus und zu Jesus, wieso auch immer, ich weiß es nicht. Du machst Blinde sehend, du machst Lahme gehend. Und dann, der Refrain ist immer, durch deine Liebe kann es geschehen. Du machst Wasser zu Wein, du küsst Tote wach, durch deine Liebe. Durch deine Liebe kann es geschehen. Und das bringt das wieder zusammen. Macht und Liebe. Nicht die Liebe zur Macht, sondern die Macht der Liebe. Immer motiviert und gespeist von Gottes großer Liebe. Es gibt hier Menschen in der Gemeinde, die sind treu im Detail. Und das tun sie aus Liebe. Weil sie sagen, die Besucher, die hierher kommen, sollen eine saubere Lindenwiese vorfinden. Das ist Liebe. Und diese Liebe hat Macht. Viele solche kleiner Liebesbeweise, die entwickeln eine enorme Power. Auch in euren Beziehungen. Das ist nicht der Highlight. Einmal im Jahr der Frau am Hochzeitstag einen großen Blumenstrauß kaufen und sonst ist ihr einem scheißegal. So funktioniert es nicht. Aus der Liebe raus, viele kleine Taten. Das wird mächtig, gewaltig, wuchtig verändern. Das ist die Macht der Liebe. Es gibt Christen, die wollen zwar Gottes Macht, aber nicht so lieben wie Gott. Nämlich hingebungsvoll, sich hingeben.
Wie William Wilberforce, der sich ganz hingegeben hat. Liebe gibt sich ganz hin, verschenkt sich ganz, treu und beständig. Manche Christen sind auch unter neuen Vorzeichen von der Liebe zur Macht Gottes getrieben und weniger von der Macht der Liebe. Und da sind wir immer wieder gefährdet. Wir müssen achtsam sein. Gemeinsam, sagt Paulus, gemeinsam. Lass uns fest in dieser Liebe verwurzelt sein und unser Leben auf diese aufbauen, damit wir gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind zu begreifen, wie unvorstellbar groß. Merkt ihr, auch hier ist ein Paradox. Wir sollen begreifen, dass die Liebe Gottes unvorstellbar groß ist. Das sollen wir begreifen. Und das soll uns faszinieren, dass wir nicht sagen, jetzt habe ich sie begriffen. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis. Aber die Liebe Gottes ist offensichtlich noch größer. Zweimal kommt es vor, wie unvorstellbar groß, weit und wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und Paulus sagt, da hinein sollen wir unsere Energie investieren, damit wir das Unbegreifbare begreifen. Oder dass wir begreifen, dass das unbegreifbar ist. Wie immer wir das drehen und wenden wollen. Ich weiß nicht, wie viel Energie in unserem Gebeten, in unserem Denken, wenn wir an Gott denken, wir da hinein investieren und sagen, Herr, hilf mir zu begreifen, dass deine Liebe all meine Vorstellungskraft übersteigt. Und dann nimm mich hinein in diese Liebesbewegung zur Welt, so wie du diese Welt liebst. Und so wie du die Menschen liebst, nimm mich hinein in diese Macht der Liebe, die mein Denken übersteigt. Das wären, glaube ich, kraftvolle Gebete, die uns verwandeln würden und das Umfeld um uns herum. Wie oft höre ich, dass jemand sagt, ich kann den nicht mehr lieben, ich kann meine Frau nicht mehr lieben, ich kann meinen Mann nicht mehr lieben. Dann muss ich sagen, hallo, wann hast du das letzte Mal so ein wuchtiges Gebet gebetet? Lass uns fest verwurzelt sein in der Liebe und unser Leben auf diese aufbauen, dass wir erfasst werden von dieser Liebe. Alle Hochs und Tiefs, alles hin und her, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Erkenntnis, ob menschlich oder göttlich, alles gehört bereits Christus und seiner Liebe. Alles ist durchdrungen. Indem wir ihn haben, sind wir mit der Fülle Gottes durchdrungen. Wir müssen es nur noch lernen, in Anspruch zu nehmen. Wenn wir uns dann am Ende dieser Gebetszeit, dieses wuchtigen Gebets, wenn wir uns am Ende dieser Gebetszeit nähern, dann sollte es Zeit sein, dass wir Gott die Ehre geben. Wenn wir diesen Gott angebetet haben, von seiner Liebe uns prägen lassen, das ist das Ziel, wenn wir uns dieser Liebe uns prägen lassen, dann sollte auch ein Gespür kommen, dass es neue Möglichkeiten gibt, dass neue Energien fließen für neue Aufgaben, den Dingen anders zu begegnen, dass wir gestärkt mit der Macht der Liebe aus dieser Gebetszeit herausgehen. Das formuliert Paulus ganz einfach so. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Diesem Gott sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen in alle Ewigkeit. Das ist der Zusammenhang, wenn wir beten. Gott kann viel mehr in uns tun, viel mehr an und in uns tun, als wir uns jemals ausdenken und erbitten können, wenn es darum geht, dass wir transformiert werden zu dieser Liebe, leidenschaftlich für diesen Gott leben, unser Leben für ihn einsetzen, kann er viel, viel mehr tun, als wir uns ausdenken können. Viel, viel mehr. So groß ist die Kraft und die Macht, die durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Doch wuchtig.
kann keiner mehr sagen, ich bin nicht mehr in der Lage, den oder jenen zu lieben. Das gibt es eigentlich gar nicht. Denn Gott wohnt in uns. Und die Kraft und die Macht und die Wucht ist so groß, dass er uns dazu befähigt. Wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich nicht, was noch gute Nachricht ist. Gott kann viel mehr. Ich weiß nicht, ob das in euch Sehnsucht weckt, dieses Gebet. Oder ob es eher Angst macht und ihr denkt, oh Mist. Wenn ich von der Macht der Liebe durchdrungen werde, dann kann ich zu meinem Ehemann nicht mehr sagen, du blöder Hund. Geht nicht mehr. Dann wird alles wie auf den Kopf gestellt. Will ich das überhaupt, so verwandelt zu werden? Mit dieser Kraft und dieser Macht. Will ich das? Und Menschen, sagt uns Paulus hier, Menschen sind durch Gott und Gottes Geist zu unglaublichen Verwandlungen und Taten in der Lage, wenn die Liebe sie einmal erfasst und durchdrungen hat. Ich habe dieses Gebet auf diese kleinen Zettel geschrieben. Und die Zettel liegen hinten aus nachher und wer will, kann das Gebet mitnehmen. Und ich würde es euch sogar ans Herz legen, dieses Gebet einzuherzen, auswendig zu lernen. Ich habe es die letzten Wochen gemacht und immer wenn ich nachts aufwache, dreht sich alles um dieses Gebet. Kommen die Gebetssätze, lass uns tief, wie war es tief, fest vor, lass uns fest verwurzelt sein in der Liebe und unser Leben nach. Und das Schöne ist, schenke uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit, die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag. So wacht man nachts auf und dann sagt man, oh Gott, schenk mir aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft und die Macht, die dein Geist zu geben vermag und stärke mich innerlich. Und dann schwebt man so viel über dem Bett, sagt langsam mit ab und schläft wunderbar ein. Ist eine ganz andere Denke, als wenn ich nachts aufwache und denke, oh je, was kommt morgen wieder auf mich zu? Oh je, wen sehe ich da? Eieiei, hoffentlich werden die Frühstückseier morgen richtig weich gekocht. Oh je, wie soll das gehen? Eine völlig andere Dimension. Ich gebe es euch mit. Es ist Jahre zurück, da hat mich diese Liebe erfasst. In einem Bibeltext aus Hosea 11. Hosea 11 spürt man das Herz Gottes, die Leidenschaft Gottes für seine Menschen. Und das endet da, dass Gott sagt, eigentlich müsste ich euch alle vernichten. Ihr seid untreu, ihr seid ungehorsam. Eigentlich müsste ich euch alle wegblasen, alle weg. Und dann sagt er, aber mir dreht's die Eingeweide in mir um. Schwierig zu übersetzen. Wenn ich daran denke, euch vernichten zu müssen. Und die Begründung ist, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ihr Menschen, ihr würdet die Macht, Macht ausnutzen, die Liebe zur Macht. Und ihr würdet eure Feinde alle wegputzen. Aber ich bin ja Gott und kein Mensch. Ich verschenke mich an euch. Und das wird die Revolution der Liebe hervorbringen. Und dieser Text ist mir damals begegnet an einem Tiefpunkt, wo ich an mir gezweifelt habe, verzweifelt bin an mir. Über meiner Schlechtigkeit, über meiner Unfähigkeit, über meiner Sünde, über mein Leben nicht in den Griff bekommen. Und dann sagt Gott, ich müsste dich eigentlich vernichten, Thomas. Wenn wir es ganz nüchtern anschauen. Aber mir dreht es die Eingeweide um, wenn ich daran denke, dich zu vernichten. Denn ich bin Gott und kein Mensch und ich liebe dich fast schon abgöttisch. Das war eine Berufungserfahrung für mich zu sagen, diese Liebe, diese möchte ich in mir tragen und weitergeben.
nicht weichgespült, sondern in ihrer Leidenschaft für das Gute und für Gott, für seine Gedanken. Dafür will ich leben und lieben und sterben. Amen.